Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und lieber Zuschauer. Heute ist der dritte Tag der Baumbesetzung hier auf der Autobahntrasse durch Robin Wood. Und bereits am Donnerstagnachmittag gab es einige Ereignisse, wo ich da nicht mit der Kamera dabei war. Aber vielleicht hier, du bist der Sprecher nochmal von Robin Wood, vielleicht erstmal zur aktuellen Situation. Ja, aktuell richten wir uns hier auf dem Gelände wohnlich ein. Also wir bauen jetzt hier Zelte auf und machen es uns warm und haben auch schon von Anwohnerinnen und Anwohnern Suppe und Getränke vorbeigebracht gekriegt. Und ja, wir machen es uns jetzt hier richtig gemütlich und sorgen dafür, dass wir uns hier wohlfühlen auch. Und wir natürlich halten wir jetzt hier unsere Aktion weiter aufrecht erstmal bis auf Weiteres. Und morgen gibt es dann auch Kaffee und Kuchen hier morgen Nachmittag. Am Montagnachmittag gab es einige Ereignisse. Was war da los? Und auch gestern soll wohl der Eigentümer hier vor Ort gewesen sein. Kannst du mir das erklären? Also wir sind ja hier auf Privatgelände und der Eigentümer findet es ausdrücklich gut, was wir hier machen. Der ist selber A100-Gegner und der unterstützt also unsere Aktion. Wir haben auch schon mit ihm gesprochen und da gibt es also jetzt einen guten Kontakt. Die Polizei war gestern hier und es gab mal zwischendrin etwas Aufregung, als nämlich ein zweiter Baum hier auf öffentlichem Gelände beklettert wurde. Das ließ sich dann aber alles soweit regeln. Also die Feuerwehr rückte dann noch an, zog dann auch wieder ab, weil sie es sie waren offensichtlich auch nicht in der Lage, diesen jungen Mann hier aus dem Baum rauszuholen. Und letztendlich ist seitdem hier auch Ruhe. Es gab eine widersprüchliche Information. Also ich habe zum Beispiel Videotext im Fernsehen gelesen, dass denn die Besetzer, Besitzerinnen freiwillig runtergekommen wären, nachdem sie also mit Räumungsaufforderung sozusagen bekommen hätten. Also das stimmt nicht. Wir haben überhaupt keine Räumungsaufforderung gekriegt. Entschuldigung, vielleicht Räumungsandrohung, vielleicht klingt besser? Gab es auch nicht. Also es gab gar keine Gespräche zwischen Polizei und den Kletternden. Und insofern, und es waren auch die ganze Zeit Leute in den Bäumen. Also hier wurde nichts abgebrochen. Das ist mit Sicherheit eine Falschmeldung. Du sprachst vorhin mal kurz zum Eigentümer. Ist euch bekannt, dass in der Vergangenheit Senat Druck auf den Eigentümer gemacht hat? Vielleicht über die zu einem bestimmten Preis zu verkaufen oder auch jetzt Druck ausübt, um den Eigentümer dazu zu bewegen, das Grundstück räumen zu lassen? Ist euch da irgendwas bekannt? Habt ihr Informationen? Darüber weiß ich nichts und zumindest gibt es im Moment keine Hinweise, dass hier, also der Eigentümer ist immer noch im Besitz seines Grundstücks und wir wüssten jetzt nicht davon, dass er das in Kürze nicht mehr sein wird. Vielleicht auch ganz kurz zum Schluss. Wie geht es den Leuten auf der Plattform? Wie läuft die Versorgung und sowas alles? Also Essen, Trinken und das andere alles? Da gebe ich jetzt mal hier an Peter Schwarz weiter. Ja, wunderbar, alles klar, danke. Berichten. Gut, ich würde mich interessieren, wie gesagt, meine Frage, ist ja schon der dritte Tag. Wie läuft denn die Versorgung? Essen, Trinken und Körperpflege und so weiter. Wie läuft es? Wie fühlen sich die Leute auf der Plattform? Nun, ich würde sagen, den beteiligten Aktivisten geht es allen gut. Wir sind in der Lage, relativ häufig in Schichten die Menschen da oben in den Bäumen auszuwechseln. Die Verpflegung ist gut. Das liegt eben auch daran, dass zum Beispiel Nahrung und Getränke vorbeigebracht werden von Sympathisierenden, dass hier auch am Boden sich mal immer wieder Leute einklinken, eine zusätzliche Schicht übernehmen. Und wenn das weiter so bleibt, dann ist die ganze persönliche, personelle Situation erstmal sehr entspannt und wir können hier mit unserem Protest weiter fortfahren. Und was glaubt ihr, wie lange werdet ihr durchhalten? Das wird sich zeigen. Ich denke, wir sind erstmal am richtigen Punkt aufgetaucht, haben die richtigen Signale gesetzt. Und wir werden beurteilen, wie es politisch, strategisch sinnvoll ist, wie lange und in welcher Form hier weiterzumachen. Das hat auch mit den Kräfteverhältnissen zu tun. Wir rufen dazu auf, dass Leute sich hier mit einbringen in die Aktion. Wir wollen auch eine Plattform sein für Menschen, die sich eben Protest und Widerstand anschließen wollen. Wir werden zum Beispiel sehen, ob morgen zum Kuchenstand, wer da so alles kommt. Und dann können wir auch mal einen Plan machen, wie unsere Kräfteverhältnisse so sind, in welcher Form wir dem Senat in der Suppe spucken. Ja, danke ich dir für die Informationen und wünsche euch noch viel Erfolg. Und das war heute der dritte Tag und ich melde mich auf jeden Fall wieder, wenn es etwas Neues gibt. Für heute erstmal tschüss.
Ja, schönen guten Tag. Peter Schwarz hier, einer von den Baumbesetzern gegen die Eien. Und noch jemand ist dabei? Hallo, ich bin Julia. Ich bin auch eine von den Baumbesetzerinnen und wohne in Bettingen. Okay, A100 soll ja hier durch. Was ist denn hier an der Ecke, wie ihr findet, zu schützen, dass hier zum Beispiel nicht einfach alles abgerissen werden kann und eine dicke Autobahn hingebaut werden? Naja, was jetzt ja leider schon abgerissen oder gerodet wurde, sind die Kleingärten, die jetzt hinter uns sind, also in diesem Rücken. Da sitzt nochmal eine Kolonie weiter vorne. Prinzipiell geht es aber auch gar nicht nur darum, einzelne Bäume zu schützen, sondern auch dieses ganze Projekt zu verhindern, weil durch das Projekt ja der Verkehr eher gesteigert wird als vermindert wird. Es wird da, wo die Autobahn rauskommt, am Treptower Park, wird es zu enormen Staus führen. Das ist eine enorme Lärmbelastung für die Leute hier, also allein ich. Und je mehr Autobahnen da sind, umso einfacher ist natürlich auch, sich mit dem Auto zu bewegen, statt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, die im Gegensatz dazu immer teurer werden. Also es ist ja eine politische Entscheidung, wie will man, dass die Menschen sich bewegen. Und momentan ist es in die falsche Richtung geht. Okay. Hat man denn probiert, euch runterzuholen von dem Baum in den 2 Wochen? Es gab an dem ersten Tag ja mal tatsächlich eine versuchte Räumung von Polizei in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, was dann abgebrochen wurde. Verschiedene Gründe, sie haben es technisch kaum geschafft, es kam medial nicht gut und es ist einfach juristisch keine wirkliche Handhabe da, uns hier runterzuschmeißen, solange wir geduldet werden vom Eigentümer. Wir beschützen weiterhin diese Bäume und wir werden aber auch anderswo auftauchen, möglicherweise wo Bäume gefällt werden oder die Wohnhäuser in der Beermannstraße, die abgerissen werden sollen. Es gibt so viele Orte in der Stadt, wo durch diese Autobahn solche Zerstörung angerichtet wird. Da geht es jetzt nicht um den einen Baum, die eine Mahnwache, es geht darum, dass die Berliner auf die Beine kommen. Und gestern war zum Beispiel ein Treffen, da war sehr viel mehr Leute als letzten Monat und da merke ich, es bewegt sich was. Es gibt zunehmend Berliner, die wollen das so nicht hinnehmen. Und da sind wir genau auf dem richtigen Weg. Und deshalb machen wir auch weiter, wenn auch mit anderen Formen. Okay. Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und lieber Zuschauer. Wir schreiben heute den 17. Tag der Besetzung. Vielleicht zur Erinnerung, am 3.1. wurde hier auf der Autobahntrasse von Robin Hood und anderen Initiativen und Aktivisten ein Baum gesetzt. Ja. Seit dem Gespräch, was ich zuletzt geführt habe, war nur einige Tage schon vorbei. Ich wollte dich fragen, gab es seitdem schon einige besondere Ereignisse? Na, die Situation ist ja gerade so, dass jetzt nicht mehr 24 Stunden Leute von uns vor Ort sind, weil wir uns dachten, wir sparen uns die Zeit ein bisschen auf, wollen auch nicht immer auf einen Ort fixiert sein, die Trasse ist ja lang. Wir machen jetzt hier immer sonntags um 3 diesen Kuchenstand. Sind wir jetzt ja auch gerade hier aus diesem Anlass. Das wird ganz gut angenommen. Ist jetzt schon wieder bestimmt 15 Leute oder so hier um mich rumstehen. Ist sehr nett. Ja, und sonst läuft es weiter. Wir halten die Bäume, dort im Auge. Aber das scheint bisher nichts groß passiert zu sein. Und freuen uns auf ein kämpferisches Frühjahr, würde ich mal sagen. Schnee hin oder her. Ich sag mal ganz kurz, wie war die Unterstützung bis jetzt? Die Resonanz, die Unterstützung ist, finde ich, positiv, auf jeden Fall. Also wir kriegen auch gerade, je länger es geht, desto mehr steigt der Zulauf an. Es ist aber einfach eine Frage der Kräfte, ob man jetzt, wo jetzt unsere Hauptpappe ja zum Beispiel nicht akut räumungsbedroht ist, irgendwann mal gefällt wird, aber jetzt nicht gerade nächste Woche, ob man dann eben die ganze Unterstützung verheizt, um hier 24 Stunden im Winter präsent zu sein. Wir haben jetzt gedacht, die vielen Leute, die wir auch aktivieren konnten, jetzt zum Beispiel zu den Treffen kommen oder so, die da vorher nicht unbedingt waren, dass wir eher versuchen, da die Kräfte sinnvoll einzusetzen, um wirklich was zu bewegen. Du hast kurz angesprochen, wie ist die aktuelle Situation mal kurz? In Bezug auf den Autobahnbau? Ich meine jetzt hier vor Ort kurz nur. Ja, wir machen einen Kuchenstand, die Feuertonne ist an, es gibt einen gewissen Zulauf. Und ich glaube, wir können ja so ein bisschen auch als Ort der Information, der Vernetzung, eben am Ort des Geschehens auf der künftigen Großbaustelle schon einen Beitrag leisten. Ja, und wenn es wärmer wird, dann werden wir sehen, in welchem Ausmaß wir uns dann zurückmelden. Ja, und hier sind auch hier die Herren von der Polizei. Die kommen ab und zu mal, aber gucken nicht, oder wie? Sie kommen ab und zu gucken, steigen seltener aus. Wir können ja mal gucken, was sie jetzt gleich machen werden. Ja, ich bin ja auch gespannt, denn normalerweise fahren die ja nur vorbei und gucken ab und zu mal. Ah, ich glaube, sie fahren jetzt wieder weg. Ja, es war ihnen wohl doch zu kalt, das Aussteigen. Okay, so viel, das nur kurz dazwischen. Ich danke dir fürs Gespräch und ich werde weiter an Sache dranbleiben. Sehr gerne.
unsere Information war, also wir sind nicht verantwortlich. Jemand ist der Leiter oder so? Niemand. Nee, aber ich kann Ihnen die Information geben, dass meines Erachtens wir hier auf einer privaten Sitzung stehen, und zwar mit Einwilligung des Eigentümers mit dem Anwalt in Kontakt. Dürfen Sie machen, was Sie wollen, auf dem Privatgrundstück. Das ist völlig richtig. Aber Sie befinden sich nicht auf diesem Privatgrundstück. Sie befinden sich auf einer öffentlichen Einfahrt, in der Öffentlichkeit, und halten hier eine Grundgebung ab, die nicht bewerten würde. Ja? Ja, wenn Sie nicht...